Das Problem mit der deutschen Gastronomie ist ja nicht die mangelnde Auswahl, auch nicht die Qualität der Produkte. Nein, woran es eindeutig hapert, ist der Service. So, Ihr Kaffee, ja? Ist Ihr Kaffee? Oh, Sie hatten Kaffee bestellt nochmal? Nee, ich glaube nicht. Ein Kaffee. Hatten Sie einen Kaffee bestellt? Oh, Verzeihung. Mann, der war gut, ey. Oh, kann ich die Schnaps haben? So, Sie wollen noch einen Kaffee haben, ne? Hier dagegen ist der Service schnell und gut eingespielt. Gerade werden die letzten freien Plätze vorbereitet. Die Tücke liegt hier im Mobiliar. Der unscheinbare Tisch für 4 Personen beherbergt jetzt ein Schlossgespenst. Ein paar Handgriffe noch und alles sieht aus wie vorher. Die Gäste können kommen. So, nehmen Sie schon mal Platz. Ich bringe gleich die Karten, ja? Ja, danke. Ich höre ihn ja. Schon das Studieren der Speisekarte verläuft nicht ganz störungsfrei. Das Gespenst verteilt erste Streicheleinheiten. So. Bitte schön. Der Rotwein. Ja, danke sehr. Also Sie nehmen dann den Hirschkorn mit Rotkohl und Kartoffeln. Kein Problem, Moment. Gleich mal angeben. So. Also, was ist da? Zieht's oder? Was ist das? Die Tischdecke. Die Tischdecke. Wenn du dich bewegst. Durch den Luftzug. Ja, ja. Komm, jetzt wechseln wir die Plätze. Das macht mich ja verrückt. Was ist denn? So, komm her. Während oben Jung und Alt die Plätze tauschen, wird unten weitergefüßelt, was auf wenig Gegenliebe stößt. Was ist denn los? Also, ich war verrückt. Jetzt komm her. Fest. Danke. Fest. Ja, jetzt setz dich mal doch nie. Kann es auch nicht sein. Du musst doch hier noch unter dem Tisch sitzen, ne? Hm. Vielleicht ist es ja einfach schlechtes Feng Shui. Aber wer einmal nervöse Zuckungen hat, der wird sie nicht mehr los. Was ist denn los? Also. Der Nachbartisch fängt schon an zu gucken. Und sie können durchaus ansteckend sein. Ich habe Angst, hier ist was dran. Was ist es denn? Was Hartes? Was Warmes, Weiches. Nun kennt sie ihren Mann schon so lange und merkt erst jetzt, dass er Teleskoparme hat. Da zeigt sich der echte Kavalier und ein Ehemann mit Weitsicht. Seine Frau kann jetzt alles gebrauchen, nur keinen Alkohol. So, kleiner Gruß noch aus der Küche vorab. Brot, Sie haben sich ja umgesetzt. Ja. Sieht's zu sehr, ja? Nein. Alles ist angenehmer hier. Alles in Ordnung? Alles in Ordnung, wenn sie da mal nicht den Mund zu voll genommen hat. Und schon haben die Nächsten das Schlossgespenst am Bein. Hast du das? Ich hab nichts gemacht. Das ist das Gleiche. Das habe ich dir vorhin schon gesagt. Was ist denn das? Das weiß ich nicht. Ich hab's vorhin auch schon gehabt. Ich geh da nicht mehr runter. Vorsicht. Sendung Verstehen Sie Spaß. Hallo.
Auch auf Langeoog ist der Kunde König. Dieses Wellness-Center hat ein paar besondere Überraschungen im Servicepaket. Ich freue mich, dass Sie heute hier an unserem Inselgeheimnis sich gerne verwöhnen lassen möchten. Wenn Sie bitte mal auf der Liege Platz nehmen, dann. Da. So, alles klar? Sie liegen gut? Mhm. Wunderbar. Ich darf mich noch mal kurz bei Ihnen vorstellen. Mein Name ist Theresia Schabracke und ich werde Sie jetzt 1,5 Stunden verwöhnen. Sie haben hier bei uns das Inselgeheimnis gebucht. Und wir werden beginnen mit einer entspannenden Gesichtsmaske, dann übergehen zu einem federleichten Inselpeeling. Dann werden wir Sie verwöhnen mit einem Dünen-Moor-Bad-Spezial. Und zum krönenden Abschluss gibt es dann eine Ganzkörper-Wohlfühlmassage. Starten werden wir jetzt aber mit dem Fitness-Cocktail. Zutaten bei diesem Begrüßungstrunk: Lebertran und vieles andere, was ähnlich lecker schmeckt. So, wunderbar. Dann gebe ich Ihnen jetzt mal Ihren Cocktail. Vorsicht. So. Einfach nur genießen. Also tief einatmen und alles in sich wirken lassen. Ja? Okay. So, dann kosten Sie mal. Okay. Ja. Ist klar. Mhm. Ja. Also ganz wichtig ist bei dem Getränk jetzt, dass Sie austrinken. Ja? Das Wohlbehagen verbreitet sich allmählich im ganzen Körper. Das ist eine japanische Heilpflanze, die nennt sich Ololo. Denken Sie einfach daran, ist gesund, vitalisierend, kräftigt von innen. Ich würde sagen, nehmen Sie noch mal einen großen Schluck. Und dann können wir auch schon. Oje, gleich loslegen. Schön. Ja, gut, wunderbar. So, und jetzt fangen wir an. Jetzt gibt es ein Allgäuer Produkt. Endlich beginnt die eigentliche Behandlung, nach allen Regeln der Konditorenkunst. Unglaublich, wie man schon die Wirkung sieht. In so schneller Zeit haben Sie schon eine ganz andere Ausstrahlung bekommen. Wir stellen vor, die Tortenidee für den nächsten Kindergeburtstag. Dann werde ich Ihnen jetzt erstmal die Augen abdecken. Fühlen Sie sich gut? Entspannend. Unsere Produkte sind genial. Ihr Gesicht sieht toll aus. Ja, mein Freund sagt immer zu mir dann, du Wellnesshuhn. Du Wellnesshuhn, ist ja schön. Klasse. Naja, schauen wir mal, was die Behandlung noch so bringt. Auch auf der ostfriesischen Insel liegt Bio im Trend. Es handelt sich um ein freilaufendes Wellnesshuhn. Ich Ihnen erstmal die Peelingcreme auf. Jetzt kommt eine sozusagen federleichte, unterstützende Schicht. Ich würde an Ihrer Stelle jetzt wirklich mal alles, was Sie nervt und so, anhand dieses Geräusches des Huhnes einfach mal, also Sie fliegen einfach weg. Richtig laut, ja. Lauter. Pech gehabt. Dieses Huhn ist aus traditioneller Bodenhaltung und da will es auch bleiben. Wie der nachfolgende Hahn. Kikeriki, kikeriki. Vielleicht ein bisschen tiefer, weil Sie sind ja starker Mann. Kikeriki. Kukurikiki, kikurikiki. Super. Oh, lassen Sie mal alles Negative hinter sich. Ja! Ich bin ein Albatros. Jawohl! Jawohl, nein, Sie sind ein Riesenadler. Los! Kukuruku! Juhu! Juhu, juhui! Schön.
Ich muss sie jetzt leider von diesem Flug noch mal in einen anderen Genuss entführen. Ja? Wir gehen jetzt ins Moorbad. Und jetzt sind wir an einem Punkt angelangt. Ich werde Ihnen jetzt mal die Brille abnehmen. Ja? Und dann wird sich danach mein Kollege, der Herr Jansen, um Sie kümmern. Ja? Dann kommt noch die Ganzkörpermassage. Okay. Ja? Im Laufe einer solchen Anwendung sieht man sich plötzlich mit ganz anderen Augen. Moin. Moin, moin. Also, hier gehen Sie gerade rein, legen Sie sich auf den Massagetisch, auf den Bauch. Sie sind der Herr Starkin. Sie sind mein nächster Kunde. Ah ja. Es entspannen Sie sich schön ich in unserem Wellnessbad. Genau. Und dann machen wir eine schöne entspannende Massage, ja? Ganz genau, das machen wir. Alles klar. Viertelstunde ungefähr, ja? Alles klar. Tschüss, bis dann. Doch, bis dann. So, Frau. Auf den Bauch mit Ihnen. So, beide Arme schön an der Liege runterbaumeln lassen. Mhm. Und ganz locker. Ganz entspannt. So. Und jetzt geht's los. Oh, das ist angenehm. Soll es ja auch sein. Oh, fühlst du schon gut sein. Vorfreude ist doch immer wieder die schönste Freude. Ja, dann, ja, sehr schön. Ah, ja, ja, ja. Oh, ja, es ist wirklich der schönste Urlaub, den ich je passieren habe. Ja. Erstmal habe ich schon gesagt, seien Sie nicht so zickig, seien Sie froh, dass Sie eine Frau sind. Ja. Mit Männern gehe ich noch ganz anders um. Ja. So, aber jetzt sehe ich am Abend, da ist auch nicht. Da müsste man vielleicht ein bisschen einrenken. Ja? Hm, müssen wir sehen. Tut das weh? Nein, nein, das geht aber jetzt, nicht. Aber jetzt? Ja, jetzt schon. Ja, jetzt, aber da ist sich das fast ausgerenkt. Ja. Kommt, ich renke ihn denn ein. Achtung! Ja? Es kann sein, dass es kurz weh tut. Ja. Aber bloß ganz kurz. Ja? Achtung! So schlimm war es aber nicht. Andererseits, man soll ja immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich liebe meinen Beruf. Was war aber heftig, ne? Was? Zu heiß? Nein. Was war heftig? Schreie, meine Güte. Ach, das, diese wehleidig, die Damen. Wehleidig? Ja. Oh, meine Güte. Sie kriegen die gleiche Behandlung und Sie werden wahrscheinlich nicht schreien. Nee? Ja, glaube ich doch nicht. Der Robi kann auch darauf verzichten. Gebe ich Ihnen ein Handtuch und dann gehen ja. Sie raus. Mann. Jetzt tun Sie was Gröbstes, sich abtrocknen mit dem hier. Mit dem Teil. Ach, schön. Und jetzt können Sie es auf der anderen Seite, mit der feinen Seite, da steht auch die Gebrauchsanweisung drauf, da können Sie sich. Na? Ja. Halten Sie das mal da rein, dann sehen Sie unsere alle Zuschauer. Da ist die Kamera nämlich drin. Und ich darf Sie ganz herzlich begrüßen und wünsche Ihnen noch viel Spaß. Sie alle kennen ihn. In diesem Verstehen Sie Spaß Klassiker steht ein damals noch junger Entertainer im Mittelpunkt. Und hier ist er, viel Vergnügen mit Harpe Kerkeling. Weitere Hauptrollen spielen das Publikum. Tag! Tag, hallo! Boah, ihr seid aber alle weit weg. Und ein Bildschirm an der Bühnenrückwand. Dort sehen die Zuschauer, wann sie lachen oder klatschen sollen. Mal gucken, wer alles so hier ist. Seid so weit weg. Tag, Tante. Tag. Sag mal, Tante, weißt du, wie lange man ohne Gehirn leben kann? Weißt du das?
Nicht? Wie alt bist du denn? Leider spielt die Technik ein bisschen verrückt und die Leute lachen an den falschen Stellen. Übrigens, meine Mami hat zu mir gesagt, wenn zwei Leute sich ganz, 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 ganz dolle lieb haben, dann stecken die die Zunge untereinander im Mund. Dann geben die sich einen Zungenkuss. Aber ich finde das unheimlich ekelig, weil ich würde einem höchstens die Zunge in den Mund stecken, weil ich den gar nicht leiden kann. Und wusstet ihr, dass der Papst, der ist höchstwahrscheinlich in der nächste Wetten-Das-Sendung. Der muss dann nämlich 15 Asphaltblöcke küssen und muss dann sagen, welcher Flughafen das war. Oder kennt ihr die Geschichte mit den Bakterien? Treffen sich zwei Bakterien... Die Technik macht sich wieder selbstständig. Erste Irritationen. Wo waren jetzt... Kanntet ihr schon die Geschichte? Treffen sich zwei Bakterien im Bauch. Sagt die eine Bakterie zur anderen, ey, kommst du mit einem Glas Bier trinken? Sagt die andere Bakterie, dankeschön, ihr seid ja richtig gut drauf. Prima. Und jetzt erzähle ich euch die Geschichte von meiner Freundin Gunilla. Meine erste Freundin hieß Gunilla. Aber jetzt bin ich nicht mehr mit die zusammen, weil die mit einem, wo guckt ihr denn immer hin? Meine erste Freundin hieß Gunilla. Aber jetzt bin ich nicht mehr mit die zusammen, weil die mit einem anderen zusammen ist. Ein Entertainer gibt nicht auf. Harpe macht unverdrossen weiter. Dankeschön. Prima. So, und jetzt bräuchte ich mal ein Opfer auf der Bühne. Eine junge Dame erklärt sich vielleicht bereit. Ja? Dürfte ich Sie vielleicht mal auf die Bühne bitten zu mir? Ein Riesenapplaus für die junge Dame dort vorne mal. Applaus, 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 Applaus. Der Applaus bleibt wieder aus. Dieses Publikum lässt aber auch jegliches Timing vermissen. So, da kommt die junge Dame auch schon. Sie können noch mal applaudieren. Da ist sie, meine Kandidatin des heutigen Abends. Wunderschön. Kommen Sie an meine Seite. Darf ich fragen, wer neben mir steht? Vera. Vera, Vera, darf ich du zu dir sagen? Wir gehen hinter auch ein paar Gummibärchen essen und so, ja? Ja. Gut. Vera, ganz kurz würde ich sagen, damit der Abend jetzt mal hier richtig zum Wallen kommt, würde ich sagen, zeigt die Vera und jetzt mal so einen richtig knackigen Striptease. Ja? Okay, Vera? Ja? Ja, Vera? Nein. Gut, nein, natürlich nicht, Vera. Wir beide haben was ganz anderes miteinander vor. Vera, sprichst du ein bisschen Französisch? Nee. Ein bisschen Englisch? Ja. Gut, darum geht's heute Abend auch überhaupt gar nicht. Der Komiker findet das langsam nicht mehr komisch. Darum geht's heute Abend auch überhaupt gar nicht, denn wir beide haben was ganz anderes auf der Bühne miteinander vor. Wir beide lernen jetzt Dänisch. Und der ganze Saal lernt mit. Ja, okay, der ganze Saal lernt mit, Vera. Und ich würde sagen, wir fangen also gleich damit an. Also, liebe Freunde, herzlich willkommen zu unserem Dänischkurs Ja, ja, wir Dänen. Und wir wollen gleich beginnen mit der ersten Lektion. Und der erste Lektion... Also... Ich finde das ja toll, dass Sie klatschen, aber wenn Sie mal an den richtigen Stellen klatschen würden... Wir kommen jetzt zur ersten Lektion und die erste Lektion heißt Ökomang Hawk. Und wir wollen dann gleich alle mal sagen, wenn alle wir sprechen, Ökomang Hawk. Vera, eins, zwei, drei. Das ist ja wie ein Albtraum hier. Finden Sie komisch, ne? Ja. Kennen Sie den Sketch oder so? Nicht. Ökomang Hawk. Sagen Sie es mal alle zusammen. Das ist komisch, ne? Also ich meine, verarschen kann mir alleine. Steht da hinten irgendwo Dieter Haller vorne oder so? Würden Sie mich mal aufklären, was das Ganze soll? Danke Ihnen, Vera. Bis und wir gehen nachher ein paar Gummibärchen zusammen essen, ja? Also wenn ich nicht wüsste, dass ich wach bin, dann ist es ein absoluter Albtraum hier. Meine sehr verehrten Damen und Herren, nachdem das 100...
Also sind Sie mir nicht böse. Was ist da? Was soll denn das jetzt? Warum lachen Sie denn? Da gibt's doch noch nichts zu lachen. Ihr habt doch noch eins gesagt. Ich will jetzt aufgeklärt werden. Da ist irgendwas dahinter. Irgendjemand macht da was. Steht da irgendeiner oder was? Ich komme jetzt zu Ihnen runter. Habe ich das alles besser in Kontrolle? So, jetzt machen wir es doch mal hier. Mach doch mal einer den Vorhang zu. So, jetzt kann ich nämlich mal genau gucken. Ich mache den Sketch jetzt hier. Abgesprochen, Kinders. Können wir noch nicht für doof verdienen. Da wackelt der Vorhang immer. Ja, ich verabschiede mich bei Ihnen und wünsche Ihnen viel Spaß beim nächsten Programmpunkt, bei der Tombola oder was auch immer das ist. Sie können sich darauf verlassen. Wenn ich mich noch nie besoffen habe, heute Abend besaufe ich mich wieder. Na denn, Prost. Und ab in die Garderobe, die nach so einem denkwürdigen Auftritt das reinste Paradies sein kann. Also ich bin ja nun wirklich, ich hab viel... Hast du mal eine Zigarette? Ja, ich hab viel gemacht auf das der Bühne, ein du. Albtraum, ein absoluter 15. Albtraum. Auf einmal schallendes Gelächter an Stellen, wo es nicht hingehört. Ja. Da fragt man sich, was das soll. Also ich hab's auch noch nicht erlebt in der Form. Ich bin noch ein bisschen... Gleich soll ich noch diese Tombola draußen machen, oder was? Ja, da kommt da irgendein Typ und erklärt dir das. Hast du vorher, warte. Das ist Wahnsinn. Sag mal, ihr verarscht mich doch, ne? Ach Quatsch. Das ist nee, doch... Ganz bestimmt nicht. Und da kommt die Erklärung. In Gestalt von Kurt Felix. Oh nein, 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 nein! Ich wusste. Oh nein, er hat's geschafft, er hat mich reingelegt. Ja. Nein! Das schöne Augsburg. Auch hier freut man sich, wenn man auf der Straße unverhofft alte Bekannte wieder sieht. Ja, hallo. Manchmal freut sich einer zu viel. Hallo. Das ist schön, als du bist. Hey, hallo. Hallo. Wie geht es Ihnen? Ja, dass wir uns hier in Augsburg wieder... Hallo. Hallo. Dass du in Augsburg müsstest. Sehr gut, sehr schön. Mensch, hallo. In Augsburg. Das ist so der Wahnsinn. Das ist so der Wahnsinn. Das kann, je nachdem, schon richtig frustrierend sein.